Herzlich willkommen zum Zen-Garden Bautagebuch Teil 6. Und heute nehme ich Sie mit auf einen kleinen Spaziergang und zeige Ihnen, was diese Woche alles passiert ist. Und ja, genießen Sie einfach gleich den Spaziergang mit mir. Ja, und hier geht's los. Und zwar rechts die Mauer, die Sie bereits kennen, die natürlich letzte Woche auch schon fertig war. Aber Sie sehen natürlich im Hintergrund die zweite Mauer, auf die wir gerade zugehen. Und die ist fertig gestrichen. Alles Vorder-, Rückseite, alles fertig. Und genau das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Und ich habe mir gedacht, laufen wir doch einfach gemeinsam die Mauern ab. Und so bekommen Sie auch einen schönen Überblick über die Größe, über die Fläche des Geländes. Und vor allem sehen wir auch, was sonst noch so passiert ist. Und Sie sehen hier bis zum Ende hin, alles fertig, der Mauerabschnitt steht. Ja, wir freuen uns vor allem auch mit der Farbe. Die haben wir deswegen jetzt schon anbringen lassen, da wir in der Zwischenzeit auch Bäume pflanzen wollen und andere Pflanzen. Und da ist es natürlich hilfreich, dass die Wand schon gemalt ist, weil wenn der Maler sonst nochmal hin müsste, könnte es sein, dass er alle Pflanzen natürlich aus Versehen kaputt macht. Ja, und Sie sehen hier am Ende der Mauer einen kleinen Schwenk. Hier kommt die dritte Mauer hin, oder dritte Mauerabschnitt. Und bei diesem Mauerabschnitt sehen hier, ich gehe mal rum, die provisorische Tür. Sie sehen, hier kommt später, Sie sehen schon die zwei Stahlgestelle, hier kommt später die Garteneinfahrt hin. Hier sind bereits für die Sockel die Löcher ausgehoben, wo es die nächste Woche dran weitergearbeitet wird. Aber wir schauen uns jetzt einfach nochmal die Rückseite natürlich auch vom zweiten Mauerabschnitt an. Und ich meine, gerade bei so einem kleinen Spaziergang, Sie sehen schon, wie die Gegend auch aussieht. Grün, Palmen und ich sage Ihnen, die Temperaturen 30 Grad. Selbst im Winter erreicht es tagsüber 30 Grad und im Sommer gehen wir mal von 30 Grad plus aus. Ja, also Sie sehen hier, zweiter Mauerabschnitt, Außenseite, fertig gestrichen. Na, ganz aufgeräumt, also geputzt, aufgeräumt. Unten haben sie noch nicht, das kommt dann ganz am Ende. Aber kommt auf jeden Fall auch noch, soll natürlich auch ordentlich beim Nachbarn aussehen. Ja, viel mehr kann ich da gar nicht dazu sagen. Sie sehen schon, im Moment ist hier auch wenig gebaut. Irgendwann wird hier sicherlich auch nochmal ein Häuschen von einem Nachbarn hingestellt werden. Aber im Moment sehr viel Grün, da sehen Sie ein Volleyballfeld und Natur, Natur, Natur. Ja, und jetzt natürlich auch gleich wieder den Weg zurück. Einfach, dass man mal sieht, wie lang ist denn so eine Mauer. Ich meine, die Quadratmeter oder die Meterzahlen, das ist eine Sache, aber dann da auch mal lang zu laufen, das, ja, da kriegt man einfach mit, es ist... Ich meine, 2800 Quadratmeter sind 2800 Quadratmeter. Und da ist dementsprechend dann auch die Mauer etwas länger. Sie sehen hier der Baum des Nachbarn, dessen Wurzeln wir nicht gekürzt, geschnitten haben. Er steht und spendet seinen Schatten weiter. Gut so. Ja, hier Blick nochmal von außen. Wie gesagt, hier kommt später die Garteneinfahrt hin, das Tor für die Garteneinfahrt. Hier steht Luis, das ist unser, ja, wie soll ich sagen, Nachtwächter. Er passt auf, er ist also auch am Wochenende im Moment da, passt einfach auf, dass die ganzen Baumaterialien auch hier bleiben. Ganz normal, das sollte eine Baustelle haben, Minimum Schutz, weil sonst könnte sich jemand Baumaterial ausleihen. Ja, hier der Weg zurück. Sie sehen auch schon, wie die Hochbeete, und wie gesagt, das ist ja eher, das haben wir, hat Nathalie ganz, ganz spontan am Anfang gleich angelegt, damit wir schon ein bisschen was ernten können. Und ich bin immer wieder fasziniert, wie schnell es hier gewachsen ist. Und im Moment, wir haben schon Gurken, wir haben Gurken, Salate, einiges schon geerntet und es ist einfach toll. Ja, zur Mauer brauche ich auch nicht viel erzählen. Sie sehen hier oben wieder die Mauersprünge, einfach um das Gefälle des Grundstücks auf dieser Seite auszugleichen mit der Mauer. Aber wie gesagt, im oberen Teil, wo dann die Häuser hinkommen, das wird alles nivelliert und wird eine Ebene sein.
Ja, hier sind wir am Ende. Ich drehe mich nochmal um. Und das war's schon für die Woche. Ein kurzer Spaziergang mit mir im Zen-Garten und Sie haben die zwei Mauerabschnitte gesehen. Bleiben Sie neugierig und ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder vorbeischauen. Ihr Zen-Garten-Team Paraguay.